Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Folgending hier von hier Starbound. Ja, wir gehen im Starbound-Fieber weiter. Wir sind ja irgendwie, also ich bin ja irgendwie extrem im Starbound. Hey, das war ein. Hey, gib mir meinen Zauberfall, danke. Das ist ja momentan so mein Spiel schlechthin. Ich bin so begeistert von diesem Spiel, dass ich jetzt die ganze Zeit eigentlich nur darauf warten bin, das wieder aufnehmen zu können. Ich habe schon viel zu viele Folgen davon, weil ich gar nicht weiß, wo ich die alle unterbringen soll. Also es ist so wahnsinnig viel vorproduziert. Ich lade gerade Folge 2 hoch. Also ich habe gerade vorhin heute Morgen habe ich Folge 2 hochgeladen. Das ja. Und ich nehme gerade Folge 10. Also das hier müsste Folge 10 sein, die ich aufnehme. Dementsprechend wisst ihr, wie weit ich folge. Auch was? Seht ihr das? Adobe, halt mal die Klappe. Ja. Adobe. So, Adobe Premiere. Was ihr mir ja auch empfohlen habt zum Rendern nutzen, nutze ich ja auch. So. Au. Stirb. Aber an dementsprechend, das ist jetzt hier gerade, das passiert irgendwie mit dem Adobe Premiere ab und zu. Moment, habe ich irgendwo noch ein Zelt? Dabei, ja, ich habe das Zelt noch dabei. Was das? Achso, ja, es gibt neue News, die ich mitbekommen habe. Der gute Thomas, aka Atem, hat seinen Root-Server gekauft. Was für das bedeutet, ja. Puh, keine Ahnung, warum ich euch das mitteile. Auf jeden Fall ist ein ziemlich geiles Ding. Bin mal gespannt, was er da alles für Server drauf macht und was da jetzt kommen wird. Lohnt sich auf jeden Fall bei ihm immer mal einfach einzuschauen und zu gucken, was er so Neues sagen kann. Ich finde immer noch, dass das Heilen viel zu lange geht. Es gibt auch jetzt das Hunting Knife, habe ich mitgekriegt, habe ich in den Patch Notes gelesen. Macht jetzt auch, lässt auch Fleisch droppen. Keine Ahnung, aber ich habe ja das hier, das ist ein One-Hander. Ja, ist ja eigentlich auch egal, ne? So, bist du fertig? Ist da oben was? Oder geht's weiter? Ja, dann gehen wir mal dahin. Ich finde es gut, dass wir keine Pfeile brauchen. Muss ich ehrlich sagen. Finde ich wirklich gut. Ich glaube auch, wo Licht ist, können keine Monster spawnen. Oder keine richtigen. Also nur diese schwachen, wenn dann. Weil ich sehe hier gerade überall keine Monster. Und vor allem ein paar. Das sind ja keine richtigen Monster, das sind ja nur so Schwächlinge. Ich muss nur kurz kassen. So. Ja, ich bin wie eh und je. Ah, professionell. Oh, wie habe ich das überlebt? Huiuiui. Erschrocken. Ich will noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Eigentlich habe ich mal so viel Holz geholt. Ich denke, das ist ganz gut so. Da hoch. Eisen. Was wollen wir finden? Wir wollen eigentlich nach guten neuen Materialien finden, bevor wir dieses neue Distress-Teil bauen. Nicht, dass wir wieder hingerichtet werden irgendwie. Das wäre weniger praktisch. Quick. So. Oh, die Musik ist so cool. Kohle. Nehmen wir noch ein bisschen Kupfer vielleicht auch ab und zu mal mit. Vielleicht brauchen wir es ja doch mal. Wenigstens mir eine Kupferrüstung. Ich habe mir das recht überlegt, wenn ich mir aus Kupfer eine Rüstung herstellen könnte. Kupfer brauche ich momentan sonst zu nichts. Kann ich wenigstens, habe ich wenigstens irgendeine Rüstung. Irgendeine Rüstung ist besser als gar keine Rüstung. Würde ich mal so behaupten. Also die Rüstung debufft. Ja, ja. Aber das denke ich jetzt nicht mehr. So. Give me all your stuff. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr von diesen Folgen haltet. Auf jeden Fall wurde die erste Folge mit so viel Begeisterung angenommen. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte mit viel Begeisterung, also ich hätte schon mit Begeisterung gerechnet, aber nicht mit solch einer. Ihr wart wirklich so einstimmig eigentlich mehr. Das fand ich super. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt irgendwo. Ich meine, ich habe darüber schon mal geredet, auch über den Typen, der meinte, ich mache nur das Zeug, was Zombie macht. Ja. Das habe ich mir ja schon mal ausgelassen. Das muss ich nicht nochmal machen. Nom. All das Zeug. So. Ich frage mich, was für ein Tag es sein wird, wenn ihr diese Folge seht. Yay. Da geht's auch nochmal, weil wir sind nicht weiter, okay. Ich räume das Zeug gleich. Ah! Was seid ihr? Moment, Bogen. Was,
Das ist kein Buch. In your face. Also besser gesagt, in your Arsch. Stirb. Ich finde das cool mit dieser Technik, dass man da aufladen kann. Die gefällt mir, muss ich sagen. Ja. Dirt. Von dem haben wir eh zu viel. Bisher. Oh, alles meins. Könnte wieder eine Lawine auslösen, aber warum sollte ich das tun? Ich mag die Lawinen. Ich mag diese Idee dahinter. Hui. Und es ist so cool, dass die Musik einfach leiser wird, wenn man ins Wasser eintaucht und alles. So viele coole Ideen, die einfach da haben. Und wir wollen weiterlaufen. So. Hier sind wir mal am Ende angekommen. Komme ich bis da hoch? Na gut, man kann sich mit Hüpfen da bauen. Hüpftechnik. What a win. Super. Geht auch relativ schnell. Geht in Terraria, glaube ich, ging das am Anfang länger mal mit den Anfangssachen. Go. Na gut, da hat man aber auch immer nur eins abgebaut. Jetzt, wenn ich auch mal daneben gehauen habe, hat es nichts ausgemacht. Hat meinen Fortschritt nicht gleich gelöscht. Die Kohlen nehmen wir noch mit und dann gehen wir mal weiter runter, denn wir wollen ja eigentlich an seltenere Sachen, also schon seltener als Silber am besten. Ich hätte ja gerne, ich weiß gar nicht, was gibt's denn noch, also es gibt ja auf jeden Fall Diamanten, ich würde sagen, also was Stahlähnliches, gibt's sowas auch? Ich weiß nicht. Oh wow. Oh, ich hab eigentlich gehofft, da reinzuspringen zu können, ein Glück habe ich es nicht getan, ein Glück habe ich es nicht geschafft, sagen wir so. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist Z? Perfekt. Und wir gehen wieder rein und schlafen. Ja, mal gucken, was können wir eigentlich hier so bauen. Wir könnten mal ein paar Torches noch bauen. Dann haue ich einfach auf so lange auf die 9 drauf, bis ich es Maximalwert habe. Dann passt das schon. So. Wir müssen ein bisschen warten, bis hier alles fertig ist. Copperohr haben wir schon echt einiges dabei. Müssen wir auf jeden Fall mal schmelzen. Wir haben zu viel. Und Cobblestone, Cobblestone, warum stackt ihr nicht? Warum stackt ihr nicht? Hä? Die stacken nicht, das ist irgendwie komisch. Die ganzen Materialien, die man so auf der Oberwelt findet, sind gar kein Geld wert, okay. Guck mal. Ach Moment, wir haben schon was. Craftsmith-Ding. Also wir haben auf jeden Fall schon ein paar Ausrüstungsgegenstände. Cool. Kann man sich irgendwie upgraden oder so noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich schaue mich einfach nur um, solange wir hier noch warten müssen. Was ist das hier? In progress completed. Mir fehlt noch ein First Contact. Sure, you are ready. Okay. Egal, wir können wieder rausgehen. So. Ich nehme das hier noch mit. Ganz vorsichtig, nein. Okay. Wir wissen, dass da unten nicht viel ist. Was uns zumindest nichts, was uns nicht wehtun würde. Ich werde es nicht langsam runterbauen. Ich weiß nicht, ob das da unten noch Wasser war. Und das ist erst später kam, wo wir gestorben sind, oder ob es das hier schon war. Aber ich will auf jeden Fall einen Weg nach unten. Mir fehlt auch jetzt mal auf. Okay, das machen wir weg. Weil das wollen wir nicht. Also hier wären wir auf jeden Fall runtergefallen und gestorben, oder? Bin ich hier gestorben damals auch, oder? Also das hier habe ich auf jeden Fall alles noch nicht erkundet. Machen wir es mal so. So, schauen wir mal, was ist das hier? Ja, ist, das hier ist gar nichts was wert. Okay, interessant. Ich glaube, ich kenne einfach noch nicht die Preise, weil ich noch nirgendwo einen Händler gesehen habe oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber jetzt wird's lustig. Achtung. Nicht. Noch ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen tiefer. Hey, Sand fällt nicht runter. Okay. Schade, ich dachte, Sand fällt auch runter. So. Ich dachte, Sand fällt auch runter. Na, gibt das nicht mehr.
Boah, hier unten fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Musik. Ist das hier? Sieht interessant aus. Aber wir sind schon wieder in dieser ekligen... dieser ekligen Brühe da. Was ist das hier drüben? Sieht komisch aus. Wir spülen die Viecher mal weg. Mal gucken, ob die wirklich auf das Wasser reagieren oder nicht. Das wäre interessant. Scheint so, dass die wirklich darauf reagieren, oder? Die sind da jetzt runtergerutscht. What the fuck? Mistviecher, macht mir keine Angst. Naja. Ich bin noch zu langsam mit diesem Schwert. Das ist mir viel zu langsam. Das muss noch sich ändern. Auch hier bauen wir wieder zu. Und, ja. Heilen uns. Wie immer, aber vornehmen wir auch das Kupfer hier mit. Ich weiß, dass ich hier gerade etwas lame spiele, aber. Es ist mir einfach, ja, zu risikoreich, jedes Mal zu sterben, wieder runterzulaufen. Das geht nämlich viel länger, als einfach mal sie kurz auszuholen. Auch wenn das nicht so spannend vielleicht immer ist. Ich will unbedingt hier runter. Denn da unten scheint es jetzt endlich mal interessantere Items zu geben. Das wäre toll, mal wirklich was zu finden, was einem, was es wert wäre, auch zu finden. Und so 100 Koppe wäre auch nicht schlecht. Würde ich behaupten und ich bin jetzt einfach mal voll unprofessionell. Kann ich das machen? Ja, okay, das Spiel läuft weiter, also kann ich mir kurz auf Skype antworten, solange ich mich hier schlafe. Ja, danke. Seht ihr? Wenn ich schreibe, kann ich mich schon nicht mehr konzentrieren. So, muss ich einfach mal kurz machen, denn mir ist sonst auch langweilig. Keine Ahnung. Ich hoffe, das hat man. Ich denke, das hat man jetzt nicht gesehen. Wenn, wäre es auch nicht schlimm. Komm, über das Zelt. Oh, wo sind wir hier gelandet? In einer Welt mit Karotten. Nom nom nom. Ja, ganz viele Karotten. Komm, kaputt, ich will das Zeug da. Dieser Boden, dieser Dreck, der da so lila gefärbt ist, erinnert mich irgendwie an Terraria, an die verfluchten Ebenen. Deswegen will ich hier unbedingt auch mal durchgucken, ob das hier auch sowas ist. Das hier irgendwas Besonderes. Oh, da ist auch was. Haystack? Ich hab Heu gefunden. Was ist hier? Euch nehme ich mal mit, die ist halt interessant. Danke. Okay. Ich will darüber. Ja, da komme ich so nicht rüber, also nochmal. Eins. Hopp. Und hier hin. Wir leuchten erstmal aus. Boah, hier sind. Das ist falsch. Hier sind Vorkommen, das ist ja unglaublich. Oh, aber das Zeug. Das ist Cobblestone, der ganz schwer weggeht, okay. Interessant. Ah, dann wird es auch einfach anderer Cobblestone in meinem Inventar sein. Der sieht nur vom Icon her gleich aus, kann das sein? Das ist natürlich spannend bis beunruhigend, keine Ahnung. Okay, aber wenn man Eisen, wenn man ein bisschen tiefer geht, findet man ja Eisen und Mars. Ich würde sagen, die nächste Investition ist wirklich eine Eisenspitzhacke, wenn ich nicht was Besseres bis dahin gefunden habe. Denn das mit dieser Kupferspitzhacke, das ist ja abnormal langsam. Aber es erfüllt seinen Zweck durchaus. Nur möchte man ja natürlich irgendwann auch mal schneller vorankommen. Würde dem Let's Play auch gut tun. Na, ich habe viel zu viele Starbound-Folgen aufgenommen, weil es mir so viel Spaß macht, aber ich bin halt jetzt ewig im Verzug mit anderen Folgen. Ich hatte eigentlich gar keine Lust, groß andere Spiele aufzunehmen. Das war mein Problem. Deswegen davon jetzt einiges kommt. Also, es kann auch mal sein, dass an einem Tag zwei Starbound-Folgen rauskommen, wenn ich die Aufteilung nicht richtig hinkriegen sollte. Aber ich versuche natürlich, mich abwechslungsreich zu halten. Also normalerweise kriegt ihr ja kein Spiel zweimal an einem Tag, wenn ich nicht irgendeinen Fehler gemacht habe oder ich echt etwas zu sehr produziert habe. Was habe ich jetzt getan? Habe ich da irgendwie festgehauen? Boah, dieser Stein geht so langsam ab. Das ist ja schrecklich hier, nach Ressourcen zu farmen. So,